24. September. Feldmarschall Model steigert die Schlagkraft seiner Bataillone. Seine Einheiten umfassen jetzt sowohl Panzer als auch Infanterie. Außerdem treffen aus Deutschland 45 Panzer Tiger II ein, um den Angriff auf Österbeck zu unterstützen. Sie eröffnen von ihren Randstellungen aus das Feuer. Das Bataillon Jungwirth durchschneidet den Korridor der Alliierten in Covering. Teile des 30. Korps sitzen südlich der Blockade fest und werden durch Angriffe der deutschen Panzer und Artillerie schwer angeschlagen.